die Unternehmen, die müssen jetzt sozusagen in den Markt einsteigen und dafür Know-how aufbauen. Und dieses Know-how können sie quasi nur erlangen, wenn sie Leute fragen, die Menschen fragen, was wollen sie überhaupt bei der Elektromobilität? Ob das die Ladeinfrastruktur ist oder andere Details dabei. Und dieses Wissen muss man sich halt erstmal erarbeiten. Hallo zusammen, ich bin's wieder, Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und bei mir ist heute auch ein Mitglied der Interessengemeinschaft, und zwar der Stefan. Ich drehe mich mal so ein bisschen rum. Hallo. Hallo Stefan, stell dich doch mal kurz vor. Ich meine, wer bist du, was machst du? Ich bin Stefan Winkel, bin in der Interessengemeinschaft in der Administration so ein bisschen organisiert, halte Kontakte zu Unternehmen, Verbände und anderen Organisationen oder auch der Senatsverwaltung. Ich bin Steuerberater, 50 Jahre alt und fahre jetzt seit Oktober 2015 elektrisch. Oktober 2015 ist ja schon mal ein bisschen was, hast du ja ein paar Kilometer. 70.000 Kilometer bist du schon elektrisch gefahren. Und das bringt uns ja zu dem Thema, du hast jetzt 70.000 Kilometer elektrische Erfahrung. Mhm. Was machen wir denn jetzt gerade hier? Ich meine, man sieht es im Hintergrund wahrscheinlich nicht wirklich, was wir hier gerade machen. Es ist alles vollgetaggt. Also wir befinden uns hier in der Fabrik 23 und hier wird heute eine Marktforschungsstudie teilnehmen. Ich mache seit 3 Jahren schon bei solchen Marktforschungsstudien mit. Und gerade im Bereich der Elektromobilität passiert wahnsinnig viel. Es sind diese Unternehmen, die Wissen aufbauen wollen, die wissen wollen, wie Elektromobilität funktioniert, auf was sie achten wollen, worauf die Kunden aus sind. Und da ist einfach viel, viel, viel Nachholbedarf. Ich bin in den letzten Jahren schon in Hamburg gewesen, in Trier, in Bochum, in Berlin. Also wirklich. Und teilweise wird dafür auch ganz nett auch noch ein Handgeld bezahlt. Das ist eine Aufwandsbeschädigung und Entschädigung. Und die wollen halt einfach wissen, was passiert eigentlich. Was denken wir, worauf kommt es an? Ganz genau. Sowohl bei Ladeinfrastruktur, aber auch bei der Benutzung von Apps oder was ist uns wichtig? Wie muss das Handling mit dem Elektroauto sein, mit der Ladesäule? Wie muss das Kundenerlebnis sein und so weiter? Ich mache ja nun auch schon seit gut einem Jahr mit. Ne? Wir sind ab und zu mal bei diversen Sachen gemeinsam gewesen. Ist auf jeden Fall sehr interessant und so bringt unter anderem auch die IGEMBB die Elektromobilität nach vorne. Wir engagieren uns da sehr stark. Wir sind ziemlich breit aufgestellt. Ne? Wir haben eigentlich aus allen möglichen Bereichen Mitglieder? Also ich würde sagen, alle möglichen Gesellschaftsschichten sind dabei. Wir haben alle möglichen Fahrzeuge und ich sage mal so, wenn wir das zusammenrechnen würden, dann kämen wir wahrscheinlich auf mehrere hunderttausend Kilometer elektrische Erfahrung. Und das ist schon eine ganze Menge. Dabei ist es natürlich Leid und Lust, alles vertreten. Das sind Dinge, damit können wir durchaus andere bereichern und das machen wir. Und das Interessante ist, dass einige Mitglieder aus der Interessengemeinschaft bei diesen Marktforschungsunternehmen gelistet sind, denn so viele Elektroautofahrer gibt es nicht und auch nicht so viele, die ihr Wissen teilen wollen. Das ist richtig. Also es gibt ja einerseits Elektroautofahrer und dann gibt es ja natürlich noch so den aktiven Kern, der nicht einfach nur fahren möchte, sondern der sich eben in dem Bereich engagiert und das Ganze noch ein bisschen nach vorne bringen möchte oder vielleicht selber auch wissensdurstig ist und noch mehr erfahren möchte, andere Sichtweisen sehen möchte. Dazu haben wir ja auch, ich verlinke es mal hier über Stefans Kopf, glaube ich, dazu haben wir ja auch die These des Tages gestartet, wo der Julian ja immer mal so eine steile These rauslässt, die entspricht nicht immer seiner Meinung, aber es geht einfach nur darum, dass wir einfach mal gemeinsam diskutieren und gemeinsam vielleicht neue Erkenntnisse erlangen. Aber Stefan, wir haben ja auch noch was anderes vor, oder? Wir haben noch was anderes vor, weil ich eben bei der Administration der Interessengemeinschaft mitarbeite, habe ich die Kontakte zu Unternehmen, Verbänden und Senatsverwaltung, ich habe es erwähnt. Und wir haben jetzt ja seit 1-2 Wochen, ich glaube in der letzten Woche, beobachtet, dass die Energy-Ladesäulen in Berlin eine Veränderung beinhalten. Und du hast dazu schon ein Video gemacht. Das verlinke ich auch mal über Stefans Kopf. Damit wir das ein bisschen unterfüttern,
was da eigentlich nun passiert. Ich kann so viel sagen, das hast du ja auch schon erwähnt, dass es dort einen Rechtsstreit gab. Und ich werde also in Kürze dazu mit Verantwortlichen von Innogy telefonieren. Mit der Senatsverwaltung habe ich schon telefoniert, um ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu zu erfahren und was da für Konsequenzen und Folgen für uns bei rauskommen. Wie das jetzt in Summe aussieht. Und genau. Da wir eben noch nichts Genaues wissen oder noch nicht 100% die Informationen haben, deswegen sprechen wir jetzt hier noch nicht weiter drüber, sondern das wird in einem weiteren Video folgen. In diesem Sinne möchte ich euch animieren, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr solche Videos, wenn euch das Thema interessiert, nicht verpasst. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. So viel kann man schon mal verraten, oder? Also es sind auf jeden Fall interessante Erkenntnisse zutage gelangt. Das ist das, was ich schon erfahren habe, was ich jetzt natürlich noch nicht verrate, ist schon sehr interessant. Und ich sag mal so, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss natürlich, bevor wir jetzt etwas sagen, wir wollen nicht die Spannung künstlich hochhalten, sondern man muss halt dazu sagen, wir wollen halt gerne beide Seiten hören, bevor wir das publik machen. Denn einseitiger Journalismus, den haben wir genug in Deutschland. Wir wollen gerne ausgewogen, wenn dann berichten. So, und wir sind heute bei der Marktforschung. Wir versuchen quasi die Elektromobilität da so ein bisschen voranzubringen. Kann man das sagen, was heute das Thema ist? Ja, das wird heute sein, Elektromobilität im Unternehmen. Die Unternehmen haben halt erkannt, dass es wichtig ist, dass sie ihren Mitarbeitern Autos zur Verfügung stellen, beziehungsweise Ladeplätze zur Verfügung stellen. Den Kunden. Ich selber bin in meinem Beruf als Steuerberater auch mit der Elektromobilität mittlerweile befasst und habe Mandanten aus diesem Bereich. Und ich weiß und merke, da sind unheimlich viele Fragen, was man machen muss, um die Mitarbeiter dazu zu bewegen, elektromobil unterwegs zu sein. Sei es die Ladeinfrastruktur, wo, wann, wie lädt man, wie macht man das mit den Autos. Und wir haben gerade, glaube ich, in der Presse ein sehr gutes Beispiel. Das Unternehmen Mahle in Baden-Württemberg hat gerade gestern einen Ladepark von, und jetzt muss ich aus dem Kopf sagen, ich glaube 100 Ladestationen errichtet, die sie über ein Lastmanagement ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das ist meine Hausnummer. Das ist auf jeden Fall meine Hausnummer, ne? Also da ist dann lieber Klotzen statt Kleckern angesagt, oder? Und das ist ja eben das, was wir auch immer sagen. Wir brauchen nicht vereinzelte Triple Charger oder sowas, ne? Sondern sicherlich brauchen wir auch Schnelllader, aber gerade so beim Arbeitgeber, wo das Auto dann meistens 6 bis 8 Stunden steht, da macht es einfach Sinn, wenn ich da langsame Ladeleistungen habe dafür, aber die Masse, dass ich nicht mehr Gefahr laufe, dass die Punkte irgendwie zugeparkt sind, sondern dass ich einfach immer einen Ladeplatz finde und dann sowieso über die gesamte Arbeitszeit gemütlich laden kann. Also ich kann schon ganz klar sagen, aus den Gesprächen mit der Senatsverwaltung, die wir Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Verbraucherzentrale gemacht haben, ergab schon die Information und die Kenntnis, dass auch die Senatsverwaltung nicht vorhat, die Stadt flächenweit mit Ladesäulen zuzupflastern. Kann es auch nicht, weil es vom Stadtbild auch nicht Sinn macht. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, die Autos haben heute mittlerweile so große Akkus, mit 40 Kilowattstunden komme ich im Sommer locker 2 Wochen weit. Da muss ich nicht jeden Tag irgendwo anstöpseln. Das ist etwas, was in den Köpfen noch der Menschen drin ist. Das brauchen wir nicht. Lieber möchte ich beim Arbeitgeber laden, da stehe ich den ganzen Tag. Oder ich will beim Einkaufen laden. Oder ich will im Parkhaus laden, weil ich gerade im Kino bin. Da müssen wir Ladeplätze haben. Und das ist das, was die Unternehmen jetzt erarbeiten. Und deswegen gibt es relativ viele Marktforschungsstudien zu diesen Fragen. Deswegen, wer von euch Elektroauto fährt, interessiert ist an dem Thema, wir verlinken einfach mal so ein paar Marktforschungsinstitute unter dem Video. Ansonsten, Google ist euer Freund und schaut einfach mal, es gibt sicherlich auch was in eurer Stadt. So können wir, denke ich mal, wirklich die E-Mobilität voranbringen. Ja. Mehr als wenn wir uns auf Facebook gegenseitig die Köpfe einschlagen und diskutieren, sondern wirklich den Entscheidern zeigen, wie es vorangehen kann. Ah, ich glaube, der Diskurs ist wichtig. Auch so ein bisschen Ängste zu nehmen. Ich bin auch, als ich 2015 angefangen habe, mit viel Ängsten konfrontiert gewesen, habe den mutigen Schritt gewagt und bereue es heute nicht. Und deswegen versuche ich mit meiner Arbeit oder mit meinen Handlungen jetzt den Menschen auch diese Ängste zu nehmen. Es ist halt einfach total cool, elektrisch zu fahren. Definitiv, kann ich nicht anders sagen. Ne? In diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Ganz kurz und knapp, nur mal kurz einen Abriss, was demnächst so kommt und was wir in so einem wunderschönen Hof machen. Ich zeige euch mal, ich drehe mal die Kamera. So, ist das nicht ein geiler Hof? Das ist Berlin, wie es leibt und lebt, oder? Der 4. oder 5. Hinterhof.
Ja, ich glaube, genau. Wir sind in Hof 4, das ist da durch den Gang nochmal durch und hier sind wir, müssen wir schon in Hof 5 sein oder so sowas. Wirklich genial. Alte Berliner Industriegebäude. Ja. So, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall dran. Schaut euch die anderen Videos an und vielen Dank, Stefan. Wir gehen zur Marktforschung. Mal schauen, was das heute für eine lustige Gruppendiskussion wird. Jo. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ebenso. Bis bald. Bis dann. Ciao.